Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. So, dann wollen wir mal zum Mechanist. Bin mal gespannt, wie das wird. Falls wir in der Nähe davon sind, ich weiß es nämlich nicht. Ich will ja mit dem Nachladen dann. So. Wir werden Ruhe Zahnpasta aufsammeln. Wollte schon immer Zahnpasta aufsammeln. Man Zahnpasta braucht doch jeder. Ne? Fragen so für strahlende Zahnpasta, hat man strahlende Zähne. Nee, da wäre meine Frau da. Oh. Okay. Hier ist es anscheinend sehr warm, oder? Ich weiß schon, warum ich zugelaufen bin. Ich kann diesen Rückschlag von dieser Knarre echt nicht leiden eigentlich. Brauchen wir eben. Au. Okay. Oh Mann. Gott, das war in Ruhe. Genau. Ja, die Explosion war auch sogar für sie zu viel gewesen. Aber verständlich. Ist er da oben drin, ne? Weiß es nicht. Okay, ich bekomme auf jeden Fall Schrotpatronen. Infanta. Noch irgendwas Interessantes? Ja. Ich will ungern ins Wasser gehen. Fühle mich so im Wasser nicht wohl. Ja, toll.
Was? So, weil ich hier oben drüber bin gerade. Hey. Das ging schnell. Ja. Moment. Was Aufgabe der Einheit? Zuweisung Schrott sammeln, Status abgebrochen. Zuweisung Reparaturen läuft. Ladedock läuft. Warte aktuell auf Befehl. Zuweisung Entsorgen abgeschlossen. Reparaturanweisung. Anfrage Stimmen. Stimme ist verzerrt. Lautsprecher und Hardware überprüfen. Zuweisung keine. Anfrage. Ach, Mr. Katzi. Keine optischen Signale aus mittlerem Augenkanal. Muss ausgetauscht werden. Zuweisung. Der McDaniel. Protektron. Anfrage. Bewertung benötigt. Linkes Bein bei Montageausfall verloren. Neues montieren oder an ausmustern? Okay. Produktionsanweisung September. Genehmigt von T. Haken. 500 Fuß. Okay. Na, komm mal, alles jetzt vorzulesen, ne? Ganz schön viel Kupfer traut, ne? Hoppen. Muss ich jetzt eigentlich hier runter oder? Okay, ich kann hier nicht runter. Okay. Zu still hier. Alter! Junge, du hast echt eine falsche Einstellung von mir. Ich bin gar kein Böser. Im Gegenteil, ich bin eigentlich von den Guten. Also, du hast mich voll erschreckt. Am Ende ist der Mechanist ein Mensch. Ein Ghoul. Das ist gar kein richtiger Roboter. So viel mit, wie wir tragen können. Ja, das mache ich doch sowieso. Wir sind immer noch nicht da. Ich habe gedacht, wir wären jetzt schon in der Nähe. Ich habe jetzt echt schon geglaubt, wir wären wirklich da. Wer nutzt das? Aber er dürfte, glaube ich, gar nicht mehr so stark sein, wenn er sich so gut beschützen muss. Ich meine, überlegt mal. Warum versteckt er sich so gut und so tief, wenn er eigentlich jeden auslöschen könnte? Das ist halt so mein Gedanke in dem Moment. Wieso macht er das? Man kann mich auch natürlich täuschen, ja. Täuschen kann ich nicht. Hier. Mal, wie tief der sich versteckt. Das ist halt normal. Das Lustige wird, dass er noch hier rauszukommen wieder.
Die ganzen Türen, wenn sie wieder Türen wieder öffnen muss. Ich bleib erstmal hier. Inward Wendungsterminal. Ah. Hier eine Figur. Sie, was? Persönliche Aufzeichnung Mr. G.C. Broderick, US Army Militärpolizei. Sie haben heute wieder einige Subjekte abgeladen. Ich weiß nicht, was diese Leute getan haben. Aber da sie aus zivilen Gefängnissen stammen, kann ich nur vermuten, dass sie der Abschaum der Gesellschaft sind. Ich glaube, die Leute haben keine Ahnung, was hier mit ihnen passieren wird. Aber eins ist sicher. Für die Gefangenen wäre es sicher besser, wenn sie ihre Strafe woanders verbüßen würden. Ich habe schon gehört, das sind bestimmt Gefangene. Ich habe einige Gerüchte gehört, die mir gar nicht gefallen. Esteban meinte, dass er gehört habe, wie zwei der Eierköpfe darüber gesprochen haben, dass den Gefangenen das Gehirn aus dem Kopf geholt wird oder sowas. Ich wusste, dass an den Gefangenen Experimente durchgeführt werden. Ziemlich heftige sogar. Aber dass sie sie im wahrsten Sinne des Wortes aufschneiden, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin schließlich zum Militär gegangen, um mein Land zu dienen und Amerikaner zu beschützen. Jetzt, ich werde das Ganze vorerst für mich behalten. Wäre besser. Die Gerüchte, die im Block die Runde machen, werden immer schlimmer. Einer unserer Informanten meinte, dass die Gefangenen über einen Aufstand nachdenken. Wenn es stimmt, was man hört, dass die Gefangenen zerlegt und die Teile für Roboter verwendet werden, kann ich ihnen das nicht mal wirklich verdenken. Esteban meint, dass wir direkt Status Gamma IX einleiten sollten, aber ich will keine Panik verbreiten, wenn es sich vermeiden lässt. Ich habe beschlossen, nach ganz oben zu gehen und die Sache mit General Rawlings zu besprechen. Es ist egal, ob das Kriminelle sind oder nicht. Diese Experimente sind falsch und sie müssen gestoppt werden, bevor es zu spät ist. Und das ist noch der gleiche? Nein. Roderick wurde heute aus der Anlage versetzt. Ich schätze, er darf jetzt bloß in irgendeinen abgelegenen Heuchposten in Entourage. Sie haben mir die Leitung des Zellenblocks übertragen und ich habe Status Gamma EX eingeleitet. Nach zwei Tagen dachte keiner der Gefangenen mehr an einen Aufstand. Jetzt ist wieder Ruhe. Die Führung hat mir das okay gegeben, Leute in die medizinische Abteilung zu schicken, und alles verläuft nach Plan. Wenn wir den Feind in diesen Bereich schlagen wollen, müssen wir die Roboter einsatzfähig bekommen. Ist doch egal, was mit den paar miesen Verbrechern passiert. Ich habe Broderick gesagt, dass er die Füße stillhalten soll, aber er wollte nicht auf mich hören. Ich dachte gerade, er würde verstehen, dass das Wohl viel schwerer, das Wohl viel schwerer wiegt als das Wohl einiger wenigen. Aber sowas macht man einfach nicht. Das ist einfach nicht. Nein. Deswegen fand ich Doom schon fürchterlich eigentlich, was sie da mit den Gefangenen gemacht haben. Also, ne. Okay. Ich gehe ja noch nicht weiter. Nein. Ich gehe noch nicht weiter. Ja, ich sag immer Scheiße. Das ist schon. Hier den Punkt erst zu finden, wo es losgeht, ist schon schwierig genug. Ich glaube, ich werde ein paar Haarklammern erstmal verlieren. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Tut ruhig vor. Spult ruhig weiter vor. Na, wo ist denn hier der ein Rastpunkt?
Na? Okay, das kapiere ich jetzt nicht. Ah. Cool. Hab ich jetzt Packlammern gekostet? Und Schrotpatronen. Jede Menge Schrotpatronen. Hat es mir was zu sagen, das Schrotpatronen-Ding? Kerne. Medics. Brauche ich aber nicht, benutze ich nicht. Und noch mehr. Oh. Was ist hier schon? Oder ist hier noch was? Ja, da. Eine Maschinenpistole. Das war's, glaube ich, jetzt hier. Ja, das war's hier. So, dann speichern wir eben noch mal. Entschuldigung, dass ich gedacht habe, wir wären jetzt schon in der Nähe von dem Typen, aber wir sind noch nicht mal, anscheinend noch nicht mal ansatzweise wirklich da. Geht auch länger, als ich gedacht hatte. Mit was die Bullen Aufstand machen wollten? Kann ich auch irgendwie alle auf einmal öffnen? Okay. Oh. Verdammt. Aber es gibt Punkte, also was soll's. Ja, wurden aus den Gefangenen jetzt Kohle gemacht. Also nicht fest das gemacht. Die sind welche geworden, einfach so halt. Ne? Sicherheitshalber. Ich glaube, die Folge wird tatsächlich hier noch aus Schloss knacken. Bestehen. Cool. Hier ist nichts. Weiß ja nicht, was drin ist, ne? Lass mir es. Ende verkacke ich irgendwie immer. Weiß ja nicht, ob da was drin ist, hier in diesem Ding da. Da. Ja, nicht reingucken. Toll. Nichts. Egal. Nee, mach ich diesmal nicht. Aber dafür, weil er was bestimmt was drin haben könnte, was interessant sein könnte. Oh, Grundkorken.
Nein, ich will jetzt mal keine Schlösser knacken. Ich lasse es jetzt mal sein, weil ich glaube, da vorne ist irgendwas zum Tür öffnen. Hundertprozentig. Ich habe keinen Bock, jetzt hier ein Schloss zu knacken. Sonst bin ich wirklich die ganze Zeit damit nur beschäftigt, Schlösser zu knacken. Irre. Okay. Ist das am Insatzen, ja, Insassen jetzt Google geworden. Insatzen, ja. Insatzen. Wir haben Gesellschaft. Da ich doch. Und ich muss mir jetzt keine Mühe mehr geben. Hahaha. Einfach so sammeln gehen jetzt. Yay! Den haben wir ja schon. Ich hab Hunger. Das ist schlimm gerade und das ist eigentlich unpassend gerade in dieser Situation, muss ich dazu sagen. Okay. Da war noch ein. Coole Haarklammer habe ich von dem gekriegt. Der da. Rundkorken, cool. Habe ich den schon geplündert da? Ja. Ich kann mal halt auch nicht merken, wen ich geplündert habe und wen nicht, ne? Also nicht wundern. Huch! Was hat das jetzt geben? Das war ich nicht gewesen, das war, hat es irgendwie automatisch gemacht, warum auch immer. Aber manchmal hat es ja auch so ein Spinnerchen. Oben ist bestimmt auch noch ein Zellenblock und da sind jetzt lauter Ghule raus. Nein, ich dachte. Testperson A22. A22, Geschlecht männlich. Beurteilung wegen Serienmords im Bereich Washington darf nicht allein besucht werden, bei sämtlichen Gesprächen Sicherheitspersonal erfordert. A22 zeigt höhere Gehirnfunktionen, aber schwache Konstitution. Proteinreiche Ernährung und Elektrotherapie-Sitzungen zur Behandlung der Muskulatur. Muskulatur, hä? Muskulatur. Es soll nicht lange dauern, bis die Überlebenschance seines Gehirns kein Risiko mehr für die Prozedur darstellt. A53. Weiblich. Verurteilung wegen Brandstiftung. Hat ein Haus niedergebrannt, 3 Tote. Nur nähren, wenn Testpersonen sediert. Okay. Fällt dem Fälle von Demenz in der Familie. Geistige Gesundheit könnte abnehmen oder Daten verfälschen. Terminierung was empfohlen. Oh Gott. Alter 22, Geschlecht weiblich. Urteile wegen Mordes an einer Kellnerin. Neigt zu plötzlichen gewalttätigen Ausbrüchen. Testperson sollte durchgehend gefesselt oder sediert sein. Hochgradig emotional. Aktuell auf einem Cocktail aus Antidepressiva und Beruhigungsmitteln. Dr. Was Estle fort beginnt psychiatrische Sitzung, um herauszufinden, ob sie eine gute Kandidatin ist. Okay. 2 weibliche. 32 männlich. Oh, der ist 2 Jahre jünger als ich. Urteile wegen Totschlags und Alkohol unter Alkoholeinfluss. Testperson zeigt hohe Intelligenz und Wissen über Taktik. Leichte Anzeichen von PTBS. Dr. S. Was ist PTBS nochmal? Ich weiß gar nicht. Dr. Estelford untersucht und empfiehlt Behandlung. Testperson, Alter 33, oh ja, ein Jahr jünger als ich, war Ex-Militär, verurteilt wegen Totschlags, Angriff mit anschließendem Krankenhausaufenthalt und Tod des Opfers. Testperson ist hochintelligent und mental stabil, geeignet Kandidatin. Haben wir jetzt alle? Ich glaube, den einen hatten wir jetzt nicht, warte mal. Den da. Und das da. Männlich. Ah doch, hatten wir. Okay. Also waren alles hier Verbrecher gewesen, sagen wir es mal so. Wenn ich das richtig verstanden habe. Scheiße, da war was.
Sei also alles selbst auch nicht unschuldig, aber trotzdem bedient keiner sowas. Oder? Sehe ich das falsch? Oh. Ich weiß nicht. Lebenslänglich, ja. Aber doch mit sofort umbringen, oder? Oder Hirn raus. Ich meine, das Problem ist ja, dass da die Leute, dass die dann die Roboter genauso psychisch irgendwelche Probleme haben, oder? Obwohl, mit der glaube ich abgeschaltet sowas. Tschüss, Ada. Okay, sind wir hier im OP-Bereich. Gruselig. Es ist hier sehr still. Das macht mich nervös, dass es hier so still ist. Hier ist jetzt erstmal noch nichts vor. Ich will erstmal gucken, was hier noch so ist. Ja, eine Knochensäge. Ah, ey, da hast du es hergeschafft. Schön. Wo bist du? Das sieht irgendwie nicht so schön aus. Überhaupt nicht schön. Wieder einmal kommt es wegen Ausfällen bei der Ausführung zur Verzögerung. Ach. Wieder einmal kommt es wegen Ausfälle bei der Ausrüstung zur Verzögerung in der Abteilung. Die Hirnextraktoren sind aber auch nicht auf solche Auslastung ausgelegt. Ich glaube, sie laufen seit einigen Wochen ohne Unterbrechung. Meistens bricht einige Klinge, weil das Schädel mal besonders hart ist oder die Hydraulik im Zugarm versagt, wenn das Rückenmark nicht richtig durchtrennt wurde und das Gehirn zu früh herausgenommen wird. Ich hoffe, Cicoletti schreit uns nicht wieder an. Schließlich ist das nicht unsere Schuld. Cicoletti, was für ein Name. Wir hatten heute in der Extraktionsabteilung eine Menge Spaß. Ansel hat etwas Biogel mit Grenadin und Wodka vermischt und dann gefragt, wer sich traut, das zu trinken. Das war gar nicht so übel. Ziemlich dickflüssig und süß und genau mit dem richtigen Kick. Wir haben ein kleines Spiel daraus gemacht, einen Namen für den Drink zu finden. Es gab natürlich jede Menge dumme Vorschläge, aber am Ende haben wir uns auf Extraktor Sunrise geeinigt. Blöd nur, dass wir das Rezept nicht an die anderen Abteilungen weitergeben können. Aber Biogel kostet ungefähr 2000 Dollar. Pro Liter. Und ich glaube nicht, dass Cicoletti begeistert davon wäre, wenn wir das Budget wegtrinken. Eigentlich glaube ich, da wäre auch keiner davon begeistert. Ich komme nicht auf solche Ideen. Heute hatten wir Halsti. Heute hatte Halsti Geburtstag, also haben wir einen hirnförmigen Kuchen für ihn gemacht. Naja, sowas in der Art. Eigentlich haben wir uns eins der entnommenen Gehirne mit Zuckerguss überzogen. Das haben wir als. Entschuldigung, das haben wir Halsti aber natürlich nicht gesagt. Sein Gesichtsdruck, als er in das erste Stück gebissen hat, war echt zum Totlachen. Ist zwar schade um das Gehirn des Subjekts, aber das war es echt wert. Wir haben hier unten echt jede Menge Spaß. Ich hoffe wirklich, dass niemand aus unseren Abteilungen versetzt wird. Wir arbeiten super zusammen und unsere Effizienz könnte kaum höher sein. Nomak vom Hausmeister-Service hat so einen Kommentar fallen lassen, dass es sich falsch anfühlen würde, die Reste der Subjekte einzusammeln und im Ofen zu entsorgen. Und am nächsten Tag haben mich ein paar Leute aus der Fertigungsabteilung beim Mittagessen gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, die Hirne unserer Testsubjekte zu entnehmen.
Ich habe ihnen gesagt, dass es mir das nichts ausmacht. Ich weiß nicht, wieso ein paar Leute scheinbar ein Problem damit haben, was wir im Rahmen des Projektes tun. Vielleicht sollten sie sich lieber woanders einen Job suchen. Ich bin immer noch geekelt davor. Das ist so widerlich. Das ist so mega widerlich, sowas. Kann man. Warum? Ich meine. Warum? Muss sowas sein? Man kann sowas auch lassen. Oh, hi. Willst du ein Gehirn? Hier sind genügend. Jede Menge sogar. Wie viele Leute mussten denn dafür sterben, ey? Da wird dann der tote Körper da drauf gesetzt und flupp oder was? Ach nee, Moment. Ich wollte hier eigentlich. Hallo, ich fliehe raus. Okay, jetzt. Scheiße. Irgendwas mit Wissenschaftler habe ich noch gelesen. Ja, das war's bestimmt gewesen. Anice Roletti, Chefwissenschaftlerin. Ich musste jetzt zum dritten Mal bessere Sicherheitsmaßnahmen beantragen. Unsere Fertigung ist sehr gründlich, aber da bleibt immer noch der menschliche Faktor. Das sind kriminelle und labile Persönlichkeiten. Wissenschaftler sind nicht dafür zuständig, dass jedes Testsubjekt ausreichend sediert ist. Mir wurden militärische Hilfe und Sicherheit versprochen. Aber wir brauchen mehr. Ich riskiere nicht das Leben meiner Leute. So faszinierend es ist, den menschlichen Geist mit Robotik zu verbinden. Manchmal wünschte ich, ich hätte mit diesem Projekt nichts zu tun. Dann kündige! Subjekt. Okay. Extraktion erfolgreich, keinen Schäden, ursprüngliches Alter und Geschlecht 34 männlich. Tiroletti. Hallo, können Sie mich verstehen? A22. Was? Wer? Wer ist da? Wo sind Sie? Ich kann nichts sehen. Oh Gott, was habt ihr Leute mit mir gemacht? Tiroletti, ganz ruhig, beruhigen Sie sich. A22. Ich kann meinen Körper nicht spüren. Ich kann überhaupt nichts spüren. Was ist passiert? Bitte, das ist schrecklich. Tiroletti, A22. Wenn sie sich nicht beruhigen, muss ich sie abschalten. A22, mich abschalten? Sie meinen mich töten? Oh Gott. Bitte, sagen Sie mir, was Sie mit mir gemacht haben. Oder die Schalter zu A22 ab, Subjekt ist zu labil. Subjekt A57, Extraktion möglich, Beschädigung des Frontklappens, ursprüngliches Alter und Geschlecht weiblich, 22 weiblich. Blablabla. Tiroletti, Ihre Bezeichnung lautet Einheit A57, verstanden? A57, ja. A57 ist bereit für Befehle. Tiroletti, ausgezeichnet. A57 befehlt die Befehlsdiagnose Zeta einleiten. A57, verstanden. 2 Minuten vergehen ohne Eingabe. Tiroletti, das dauert lange, zu lange. Bitte Antwort. A57, Fehler. Es wurden keine Befehle gegeben. Erweiterte Einheitsbezeichnung. Verdammt, ich glaube, das Kurzzeitgedächtnis ist hinüber. Aber in den, ab in den Ofen. Probieren wir es mit den nächsten. Boah. Subjekt A110. Extraktion erfolgreich. Keine Schäden. Ursprüngliches Alter, Geschlecht 30, weiblich. Tiroletti, in Ordnung. Sie haben irgendwelche Erinnerungen vor Ihrem Dienst in diesen Einrichtungen? A110, negativ, Ma'am. Tiroletti, sind Sie sicher? Führen Sie einen Intensivscan Ihres Speichers durch. Es wurde uns gemeldet, dass es bei Ihnen Unregelmäßigkeiten im Verhalten gibt. A110, Scan läuft, bitte warten. A110, Fehler, unbekannte Fragment entdeckt. A110, was? Das kann nicht sein. Meine Arme. Ja? Meine Beine, sie sind weg. Was ist mit mir passiert? Tiroletti, schalte ab. Tiroletti, aha, da haben wir es. Da war Quadrant, bla bla bla, im Tempo, was, Temporallappen? Das war, okay.
Kann jemand einen Techniker rufen, damit er das Langzeitgedächtnis löscht und sagt ihnen, dass sie ihre Arbeit in Zukunft gefälligst anständig machen sollen? Subjekt A124. Extraktion erfolgreich, keine Schäden. Ursprünglich Alters und Geschlecht 36 männlich. Hier, die Aufnahme läuft, bitte ein wiederholen. A124. Ich habe gesagt, dass ich sie töten werde, wenn sie mich nicht wieder in meinem Körper stecken. Erst sie und dann alle anderen hier. Ziolati, interessant. Ihnen ist aber klar, dass sie nur ein Gehirn sind. Das in einem Stimminterface angeschlossen ist, oder? Sie haben also keine Möglichkeit, ihre Drohung wahrzumachen. A124, ist mir doch egal. Ich finde schon einen Weg. Und wenn es soweit ist, sterben sie als erstes. Ziolati, wunderbar, ganz wunderbar. Das Fehlen ihres Körpers beunruhigt sie nicht. A124, nein. Das ist egal. Ich werde euch alle töten, kostet es, was es wolle. Ziolati, schalte jetzt ab. Ziolati, ausgezeichnet. Sobald Kurz- und Langzeitgedächtnis gelöscht sind, ist das hier bereit. Ich empfehle, dass es Rawlings taktischen Team zugewiesen wird, sobald es in ein was Chassis eingesetzt wurde. Und wetten, dass es der Mechanist ist? Immer so ein Gedanke. Aber wir sind schon über der Zeit. Ah, wir haben den Mechanist nicht einmal gesehen. Aber vielleicht in der nächsten Folge. Wir haben ja noch viel zu entdecken, sehe ich gerade. Und es ist sehr interessant hier. Was ist das denn? Okay, wahrscheinlich dieses Sprachding. Ah, eine Todeskralle. Cool. Okay, aber sonst ist hier nichts. Wir sind zwar jetzt auch schon über der Zeit. Deswegen würde ich sagen, hänge ich gerade hier fest. Da ist eine Kugel drin. Okay. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!